Hello Party People! Es ist der 31. Wieso sehe ich so weird aus? The last day of 2019. Ich bin so froh, wenn dieses Jahr rum ist. I'm ready for a new decade. I'm ready for everything. Ja, ich sehe aus wie ein Mess. Das ist der erste Videodreh nach meinem Urlaub. I'm back in the hood. I'm back to the mess. Ich habe gestern voll aufgeräumt, aber schaut euch das an. Es ist viel vor. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich hatte gerade noch eine Videokonferenz. Bisschen Sachen besprochen. Denn 2020 wird lit. I'm just putting it out there. It's going to be freaking lit. I'm working my ass off. I'm just saying. Naja, jedenfalls hatte ich gerade Videokonferenz, wie schon gesagt. Und kann mich jetzt an meine Preparations for New Year's Eve vorbereiten. Ich mache mir jetzt gleich mal eine Liste von allem, was ich heute machen werde, damit wir die ganze Sache hier mal organisiert rangehen. Dann wird hier aufgeräumt. Ich werde auf jeden Fall heute noch 2 Videos drehen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob dann mit diesem Video, weil ich will eigentlich so Silvester Get Ready With Me machen, aber ich bin zeitlich auch echt, habe ich voll viel zu tun heute. Ich bin auf 3 Sachen sozusagen heute eingeladen. And I don't know if I'm going to be able to film so much. Deswegen wollte ich heute einfach einen Vlog machen, damit ich alles so festhalten kann, wie mein Silvester so ist und so. Habe ich ja letztes Jahr auch gemacht. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Und ja, also ich mache mir jetzt erstmal meine Liste, schreibe mir alles auf und dann zeige ich euch mal gleich, was ich so geplant habe. Meine To-Do-Liste ist mal wieder long AF. Schaut mal, seht ihr diese Waves? Die bekomme ich, wenn ich mit einem Dutt schlafe. Eigentlich ganz fancy. Naja, jedenfalls ist meine Liste long AF und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Deswegen fange ich jetzt mit meinem Fake Tan an. Lass den trocknen. Werde mein 2019 Review zu Ende schreiben, dann habe ich das schon mal fertig. Dann werde ich hier aufräumen, bis so das Ganze getrocknet ist und ich ready to go bin. Dann, also räume ich auf ein bisschen. Dann muss ich einkaufen gehen für heute Abend, weil ich bin bei Sophie eingeladen und da bringe ich Snacks und sowas mit. Und da muss ich auch noch Alkohol kaufen. Gut, das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. Cool. Dann bin ich zum Essen eingeladen. Dann muss ich noch was kaufen bei Mamobilia oder Ikea, ich bin mir ganz sicher. Und dann muss ich auf jeden Fall heute dieses 2019 Review drehen und dann meine Goals für 2020 aufschreiben. Dadurch, dass ich halt im Urlaub war, konnte ich halt voll viel nicht machen. Was heißt konnte, aber habe ich voll viel nicht gemacht, weil ich mir so Zeit nehmen wollte und so. Aber ich laber jetzt nicht weiter. Ich gehe jetzt gleich nochmal auf Klo. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, mir geht es gleich viel besser. Welcome to my channel. Ich habe mich gestern gebadet und alles abgeschrubbt. Ich hoffe, es hat irgendwie funktioniert. Der Fake Tan ist drauf auf meinem Körper und in meinem Gesicht. Ich habe heute wieder den von Loving Tan benutzt. Ich habe gestern ein Paket von Bondi Sands bekommen mit einer richtig lieben Karte. Ich bin sehr darüber gefreut und da habe ich den One Hour Express bekommen. Aber ich möchte keine Experimente vor einem wichtigen Event haben. Deswegen habe ich jetzt erstmal die 2-Hour Express benutzt, damit ich auf der sicheren Seite bin und den werde ich danach benutzen, wenn ich den abgeschrubbt habe. Also wahrscheinlich in 1-2 Wochen oder so. Und ja, ich werde hier jetzt aufräumen. Wir haben jetzt 12 Uhr und dann werde ich gleich einkaufen gehen. Also ich räume hier so das Grobe weg. Ich werde sowieso nochmal einen Neujahrsputz machen, dann im nächsten Jahr. Aber bis dahin bin ich so die kleinen Sachen halt out of the way haben. Vor allem, wenn ich heute auch noch drehen muss und so. Oh, irgendwie sind meine Ohren gerade zu und das hört sich richtig komisch an. Ja. Die Klamotten hier wegräumen, die neuen Klamotten, die angekommen sind, draufhängen. So Sachen mache ich jetzt noch schnell. Und dann geht's zum Einkaufen. Übrigens esse ich seit einer Woche ungefähr Goli Nutrition Apple Cider Vinegar Gummis. Weil ich diese Shots nicht so gut vertragen habe. Aber die Gummis, ich habe mich darüber informiert und die sollen genauso gut sein, wie wenn du es pur trinkst. Ja. Habe ich mir gekauft, 3 Stück. Und habe gesehen, dass sie auch was mit Influencer machen. Ich wollte es aber erstmal für mich ausprobieren. Und wenn ihr Interesse habt, kann ich ja mal anschreiben. Komme halt aus Amerika. Ich bin back vom Einkaufen, werde jetzt ein paar Sachen
zusammenlegen bzw. rauslegen, einsortieren und so weiter. Und ich habe so einen Kalender von meinem Management bekommen und ich finde den richtig cool. Also da kann man so Sachen eingeben, zum Beispiel Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, Erlebnisse, über die ich mich freue, Klarheit über die Situation, über meine Situation, Coaching und so weiter. Also voll coole Sachen. Hier kann man das so sehen. Voll viel so. Ja, finde ich richtig cool für 2020. Bin sehr excited. I like my management a lot. Danke Ramona an der Stelle. Und allen anderen natürlich auch. Und ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Sachen fertig machen. Dann gucke ich mal, wie lange ich mein Fake Tan schon drauf habe. Den abduschen, meine Haare machen. Mich ein bisschen ready machen. Und dann werde ich wahrscheinlich das 2020 Review, Jahresreview abfilmen. Und dann bin ich zum Essen verabredet und so weiter. Doja und ich haben gerade die ganzen Giveaways rausgefiltert, die Leute. Es sind sehr viele, die sehr viel Support zeigen. Eine unter anderem seit 2015. Wir gehen jetzt runter. Talken mit unseren Parents über unsere Goals in 2000 Smallfish. Dein Ernst? Was? Ich brauch das heute. Ja? Nein. Doch? Du bist so ein Lappen, Caro. So ein Lappen. Ich hab Hunger. Du bist dich nass und ein Waschlappen. Ja. So, meine lieben Freunde, ich werde jetzt meine Haare machen. Ich bin gleich zum Essen verabredet. Ich habe gerade mit meinen Eltern so eine Goals-Liste für 2020 gemacht. Und ich werde später auch noch eine für mich selber machen. Heute ist echt schon wieder so ein Tag. So viel zu tun. Ich muss eigentlich auch noch Brownies backen. Zum Glück hilft meine Mama mir bei Tomate-Mozzarella-Sticks für Sophie. Ja. Zum freaking Glück. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Locken für heute mache, weil voll viele haben gefragt, wie ich die mit meinem Glätteisen tue. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Ich habe schon vor einer halben Stunde den Hitzeschutz reingemacht. Jetzt teile ich mir meine Haare ab. So. Ich mache das halt am liebsten dann, wenn die schon ein bisschen fettig sind. Ich benutze auch jetzt nochmal Trockenshampoo. Boah. Und auf der linken Seite nehme ich eine Strähne, klemme das Glätteisen hin, drehe zur Seite. Dreh nochmal ein und dreh. Okay, das war irgendwie scheiße. Also nochmal. Ich bin da dann auch noch nicht so gut. Also ich dreh Clip ein, dreh einmal rum. Und dann drehe ich nochmal. Wenn man will, kann man nochmal drehen. Aber ich mache nur zweimal. Und dann sieht es ungefähr so aus. Dann hat man hier unten nämlich diesen geraden Part. Und dann nochmal rein. Man dreht. Und man lässt es so gehen. Ich hatte zum Beispiel bei meinem anderen Glätteisen, konnte ich das nicht machen, weil das Glätteisen einfach scheiße war, weil diese, wie nennt man das, diese Verdichtung, I don't know, war einfach scheiße und das von GHD funktioniert echt gut. Ja. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf, damit ich das heute Abend nicht mehr machen muss. Hey. Ich wollte ja heute auch noch ein 2019 Rückblick machen. Habe ich aber zeitlich nicht mehr geschafft, weil wir jetzt so lange noch unten saßen. Wir saßen ja jetzt eine Stunde. Wir haben alle drüber geredet, so was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und was wir besser machen wollen für 2019. Voll viele sagen immer, ja, ihr seid immer alleine zu Hause. Man sieht nie eure Eltern. Das Ding ist, meine Eltern wollen einfach nicht im Netz sein. Und deswegen finde ich es auch immer so respektlos, wenn Leute sagen, ja, ich weiß, wie ihre Eltern sind oder wie die heißen oder was die machen. Oder das ist so, meine Eltern wollen ihre Privatsphäre hüten. Und natürlich bin ich oft unten, aber filme halt nicht meine Eltern, weil die einfach das nicht wollen. Seit ich im Urlaub war, sind meine Haare so verknotet.
remember those days, those L's. I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak. I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like G.O.T. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake game, stay in peace. I breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Just me, myself and I, my favorite. Wartet mal, weil wieder Speedy Gonzales Level hier machen muss, wer sich nochmal die Haare gewaschen hat. Weil so wie ich mir die Haare gemacht habe, sah es scheiße aus. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell machen. Ich habe eine Stunde Zeit für Haare, Make-up und Bilder. Mir rennt die Zeit davon, deswegen werde ich jetzt alles geben. Lassen und der und mich bestätigt, beeilen. Dass ich der fleckliche Vater bin. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. Try to talk about it. Our history says we'll just argue. And I know you're gonna act a fool. And then no one could tell the difference between me and you, babe, watching from a distance. Hiding these feelings, going through changes. I'm just so mad, but now it's at my own expense. So I'm a judge. Tweet it and delete. Mein Kleid ist gerade kaputt gegangen.
das? Fuck my fucking life, Alter. Scheiße, ich werd gleich abgeholt. Ich lauf Amok. Ich lauf Amok. Scheiße, ich lauf natürlich keinen Amok, aber... Scheiße. Scheiße, ich kann ich das so anziehen? Das ist hier jetzt schon wieder echt absolute Krisensitzung. Ich habe mein Make-up halt auch in der Farbe so kontrastmäßig zu meinem Kleid gemacht. Ich habe überlegt, ob ich jetzt das hier anziehe, aber I'm not sure, I don't know. Wieso muss mir das passieren? Die kriegen echt erstmal eine fette Beschwerde-E-Mail. Das Kleid ist mir an sich auch ein Ticken zu groß. Ich habe es extra eine 38 bestellt, aber das ist so locker. Mann. Just do it now. Glück läuft mein Business nach Plan. Sie drehen und drehen, doch ist mir egal, schon okay. Doch bitte gib mir alle auf den Müll. I'm on a date like a maniac. Yeah, like a maniac. Nach 1 and on the way back home. Es ist 2 Uhr. Ich bin zu Hause und Doja noch nicht. Das sagt, glaube ich, alles über meinen jetzigen Lebensstand aus, oder? Peace. Happy New Year. Guten Morgen. It's the first of 2020. Die Sonne scheint. Und ich werde heute spazieren gehen, den Tag genießen und chillen. Leute, I'm the worst. Ich habe gestern einfach den ganzen Tag richtig gechillt und das Neujahr-Dings, wie sagt man, das Neujahr-Reinkommen einfach in vollen Zügen genossen. Ich war spazieren gestern noch Burger King mit Doja gegessen. Ab heute bin ich wieder vegetarisch und vegan. Gestern habe ich sogar Fleisch gegessen. Also falls ihr euch gefragt habt, seitdem ich vegetarisch gegessen habe, ich kein Fleisch gegessen bis gestern, weil meine Mama hat Lamm gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, esse ich jetzt einfach mal. Ich mache ja nicht irgendwas, dass ich es mir verbiete oder so, sondern einfach mir... Ich esse ja eh nicht so viel Fleisch und deswegen kann ich es auch einfach drauf verzichten, ab und zu mal essen, so, aber ja. Ich finde, es gibt super viele Alternativen, außerdem ist es gut für die Umwelt, kann ich ein bisschen meinen Job ausgleichen, mein Reisen ausgleichen. Und heute will ich dann wieder vegan essen, ja. Ich muss hier absoluten Frühjahrsputz machen und ich muss heute eigentlich auch noch ein Video drehen und ich habe heute auch noch einen Termin, bla bla bla. Ich wollte hier an der Stelle auch nochmal sagen, danke für das krasse Jahr 2019. Wer mich seit diesem ganzen Jahr verfolgt, der weiß, ich hatte viele Höhen und Tiefen. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich möchte auch nochmal in diesem Vlog Danke sagen. Danke, dass ihr mich von Anfang bis Ende und bis diesem Jahr jetzt auch noch und auch weiter hoffentlich supportet und mich verfolgt. Und wenn ich das so sage, so von wegen, ich bin dankbar, dann will ich nicht, dass es rüberkommt, so, oh ja, jeder Influencer ist dankbar. Aber ich mache meinen Job seit 4-5 Jahren, damals war es nur ein Hobby, mit einer Passion und mit, das ist für mich einfach mein Leben geworden. Mein Job ist mein Leben geworden und ich bin so dankbar darüber. Und ich möchte, dass ihr das wisst, dass ich einfach das nicht für granted nehme, dass ich viel reisen kann, dass ich
online shoppen gehen kann oder dass ich eine gewisse Kooperation habe oder wie auch immer, dass ich das nicht für selbstverständlich sehe, dass ich nicht denke, ach ja, das ist jetzt halt alles einfach so. Sondern ich wache morgens auf und bin so sick. Jeden Morgen wache ich auf und bin so, das ist mein Leben und ich entscheide darüber und ich kann es kontrollieren und ich bin einfach sehr, sehr, sehr dankbar darüber. Und ich möchte, dass ihr das wisst. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in 2020 gehabt. Ich finde, dieses Jahr 2020 hört sich einfach so schön an. Ich würde gerne in diesem Jahr heiraten. Sehr wahrscheinlich. Sehr nice, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wer auch immer dieses Jahr heiratet, good for you. Es ist auf jeden Fall ein schönes Jahr, so 2020. Sieht schön aus auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass ihr, falls ihr auch so ein stürmerisches 2019 hattet, seht es als eine Preparation und Reparatur von Gefühlen, Emotionen und Lessons. Und für 2020 können wir endlich die Praxis annehmen und durchstarten. Ja, das war jetzt mein Senf zu 2019. Ich mache auch gleich, also ich will heute auch noch auf jeden Fall das 2019 Review-Video drehen. Das kommt auch vor diesem Vlog online, damit ich das so abgehakt habe. Ich habe es einfach nicht mehr vorher geschafft. Ich bin ja am 30. aus dem Urlaub zurückgekommen und so. Und deswegen, das war jetzt nicht so, das so gepasst hat. Aber hier sieht es auch aus wie Scheiße. Ich werde einen neuen Vlog heute anfangen. Und ja, es hat heute so mäßig geschneit, aber sieht eher aus wie Frost, um ehrlich zu sein. Naja, ich wünsche euch was und danke für alles. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.